Herzlich willkommen auf Zeiteisen, dem Kanal für deutsche mechanische Armbanduhren. Mein Name ist Hans-Peter Schwarzfischer und ich betreibe diesen Kanal in Kooperation mit Juwelier Gruber aus Rosenheim. Wir sind auch Händler von einigen der hier vorgestellten Marken. Die Reviews der Uhren sind immer gleich aufgebaut. Zuerst sehen wir uns etwas den Hersteller an, dann kommen die technischen Daten, dann schauen wir uns die Features an oder die Besonderheiten der Uhr, dann kommt mein Fazit und der Zeiteisen-Score. Heute habe ich eine Vollkalender mitgebracht für unter 500 Euro und die sehen wir uns heute mal genauer an. Iron Annie ist eine Marke der Pointec GmbH. Unter der Pointec GmbH, die 1987 durch Willy Birk gegründet wurde und immer noch im Familienbesitz ist, werden auch die Marken Bauhaus und Zeppelin vertrieben. Die Uhren werden allesamt in Rula gefertigt. Rula ist ein ostdeutscher Standort, der in der DDR sehr bekannt war und dort wurden tausende von Armbanduhren für den ostdeutschen Markt hergestellt. Nach dem Niedergang der Rula Uhrenwerke hat Willy Birk zuerst dort fertigen lassen und die Pointec GmbH hat mittlerweile diesen Bau in Rula komplett übernommen und fertigt eben da jetzt seine Armbanduhren. Das Design und die Verwaltung ist in Ismaning bei München ansässig. Die Anleihen des Designs sind eben auch, wie die Marke sagt, Iron Annie, eher in der Fliegerei angesiedelt. Also die Designs nehmen immer Anleihen an Fliegeruhren oder an Instrumenten aus Fliegern oder eben aus der Optik der damaligen Zeit, der 20er, 30er Jahre. In der Tradition der Fliegerei sind die meisten Uhren eben ausgelegt. Die G38 Dessau, die ich heute dabei habe, ist aber eher keine Flieger, also keine Toolwatch, sondern ich würde die eher unter den Passagieren von Zeppelin oder den damaligen Iron Annie Fluggästen ansiedeln. Die G38 Dessau gibt es aktuell in 4 Ziffernblatt-Varianten. Mir gefällt die blaue mit dem blauen Ziffernblatt am besten, deswegen habe ich sie heute dabei und da schauen wir uns jetzt die technischen Daten an. Der Durchmesser der Uhr ist 42 mm, das Gehäuse ist poliertes Edelstahl. Der Lack-to-Lack ist gemessen 49 mm, die Höhe liegt bei 14 mm. Die Wasserdichte ist mit 5 bar angegeben, das Uhrglas ist ein K1 Sicherheitsglas. Der Boden ist ein Sichtboden, das Werk ist ein modernes Citizen Miota 9100. Die Gangreserve von diesem Kaliber ist bei 45 Stunden, der Bandanstoß 22 mm, das Band ist ein braunes Bioleder, die Schließe ist eine Dornschließe und der Preis liegt bei 499 Euro Liste. Warum gefällt mir jetzt die blaue am besten? Hier kommt der Sonnenschliff, den das Ziffernblatt beinhaltet, am besten zur Geltung. Sonnenschliff ist ja immer so eine Art von Ziffernblattgestaltung, dass bei verschiedenen Lichteinfällen auch die Farbe dementsprechend schattiert und von fast schwarz in helles Blau übergeht. Und das gefällt halt mir einfach am besten. Das Ziffernblatt hat noch weitere Besonderheiten. Und zwar sind die Indexe, die sind metallisch aufgesetzt auf dem Ziffernblatt und die Spitzen oder die Enden der Indexe sind mit Luminova ausgestattet, sodass die Uhr auch im Dunkeln abzulesen ist. Und wenn man sich die Indexe unter der Lupe ansieht, sind es auch nicht einfach nur Metallstücke, die da aufgesetzt sind, sondern das sieht so perlgestrahlt aus und macht eine raue, matt scheinende Oberfläche. Also auch hier im Detail eigentlich eine sehr, sehr nette Arbeit und macht optisch was her. Der Zentralsekundenzeiger ist rot lackiert und dadurch auch hervorragend zu erkennen. Der äußere Ring des Ziffernblattes sind auflackierte Pulsometer-Striche. Also man kann diese Uhr auch für medizinisches Personal verwenden.
Diese Uhr ist eine Vollkalender, allerdings nicht mit ausgestanzten Fenstern und darunter liegenden Scheiben, sondern der Kalender wird in Totalisatoren in Zeigerform dargestellt, was von der Optik her einem Chronographen entspricht. Das ist also eine sehr, für mich sehr gefällige Art, das darzustellen. Macht sehr viel Action auf dem Ziffernblatt zwar, aber ist gut abzulesen. Und ja, durch das Miota-Kaliber des 9100, das eben diese Zeigerdarstellung von Monat und Tag darstellt, ist das halt dementsprechend möglich. Das Datumsfenster ist nicht wie bei vielen Uhren üblich bei 3 Uhr angesiedelt, sondern zwischen 4 und 5, also etwas schräg nach unten versetzt. Bei 12 Uhr oben sieht man auch noch einen Zeiger und das ist die Ganganzeige. Also dieses Miota-Kaliber stellt auch noch die Ganganzeige zur Verfügung und komplettiert somit die ganzen Anzeigen auf dem Ziffernblatt. Bei 6 Uhr ist dann auch noch, damit das Ziffernblatt richtig voll wird, der Schriftzug G38 Dessau noch mit auflackiert. Und ja, ganz schön viel los auf dem Ziffernblatt. Aber ja, das gefällt mir eben, dass diese Optik des Ziffernblatts einem Chronographen ähnelt, mit der vollen Alltagstauglichkeit, mit eben dem Vollkalender und mit der Zentralsekunde, die auch gut abzulesen ist, das Pulsometer außenrum, also wirklich, wirklich top. Die Iron Annie G38 Dessau hat ein vollpoliertes 42 mm Gehäuse, ist also eine sehr moderne Größe aktuell. Die Höhe auch der Uhr ist bei 14 mm. Also eine große Uhr, eine repräsentative Uhr. Das Glas, das Uhrglas ist ein K1 Sicherheitsglas, also kratzresistent. Und die Flanken dieses Glases werden durch eine sehr massive und starke Lünette gehalten. Und somit werden also auch die Ränder dieses Glases durch Anschläge oder Beschädigungen gut geschützt. Dann sieht man hier bei 2 Uhr einen Drücker, der eben einem Chronographendrücker ähnelt. Dahinter versteckt sich allerdings die Monatsverstellung. Das heißt also, ich kann hier über das Drücken dieses Pushers den Monat immer um einen Monat nach vorne stellen. Also jeweils, wenn man drückt, stellt sich das Rad oder der Zeiger muss man sagen, nicht das Rad, der Zeiger um einen Monat weiter. Die Krone ist mit dem Iron Annie Logo versehen und von der Größe her auch auf die Größe des Gehäuses abgestimmt. Also hier stimmt die Optik. Das Gehäuse hat noch einen Glasboden verbaut. Somit ist das Citizen Miota 9100 Werk auch von unten sehr schön zu betrachten. Und ja, dieses japanische Automatikkaliber mit Gangreserve gibt es seit 2009, ist also eines der moderneren Kaliber vom japanischen Hersteller. Die Ganggenauigkeit wird von Citizen Miota von minus 10 bis plus 30 Sekunden am Tag angegeben. Wie immer packe ich natürlich unsere Uhren auch auf meine Zeitwaage und hier habe ich in verschiedenen Stellungen dann eine durchschnittliche Gangabweichung von plus 12 Sekunden gemessen. Was bei dem Kaliber auch noch zu erwähnen ist, es hat 45 Stunden Gangreserve, was sehr viel mehr ist wie bei den meistenSelita oder ETA Basiskalibern. Und somit ist diese Uhr für mich jetzt auch komplett alltagstauglich. Der Tragekomfort ist ab Handgelenken von 18 cm, denke ich mal, gut zu tragen. Oder wer eben auch große Uhren gerne trägt, ist hier mit 42 mm mit der G38 deshalb gut bedient. Also wie gesagt, ab 18 cm kein Problem. Auch größere Handgelenke mit 20 oder 22 cm Umfang ist diese Uhr auf alle Fälle, lässt sich auf alle Fälle gut tragen. Für diese Preisklasse wieder außergewöhnlich ist das Uhrband. Das Uhrband ist ein Bioleder, ein zertifiziertes Bioleder, das hier verbaut wird. Das ist sehr weich, also auch schmiegt sich sehr gut an und die Dornschließe ist auch massiv ausgelegt und ist alles im Allen einen sehr, macht einen sehr stabilen Eindruck.
Und ja gut, ich habe jetzt ein Handgelenk von 20 cm und der Tragekomfort ist jetzt für mich und auch von der Optik her, also ich fühle mich absolut wohl mit dieser Uhr. Ein Manko könnte sein die 14 mm Bauhöhe. Wenn man enge Manschetten trägt an den Hemden, dann ja, kann es eng unter der Manschette werden. Der Preis von 499 Euro ist ja, für diese Art von Uhren und Qualität, wenn man sich die ansieht, wirklich super. Ja, mein Fazit zur Uhr, die Iron Any G38 Dessau stellt eigentlich alles zur Verfügung, was ich mir bei einer Alltagsuhr wünsche. Ich habe hier einen Vollkalender, der mit Zeiger mir Monat, Tag und Datum anzeigt. Ich habe eine Gangreserveanzeige, ich habe ein japanisches Werk modernerer Bauart, eben des 9100. von Citizen Miyota mit einer super Gangreserve von 45 Stunden, wobei ich jetzt weiß, dass diese Kaliber auch bis zu 50 Stunden durchhalten. Also diese 45 sind eher noch tief gestapelt. Also somit habe ich hier wirklich eine Alltagsuhr, die von der Technik und von dem, was sie an Informationen zur Verfügung stellt, wirklich ein Optimum darstellt. Die Optik überzeugt mich daher, da sie optisch durch diese Zeigeranzeigen vom Kalender und auch diesem speziellen Monatsverstelldrücker wie ein Chronograph aussehen. Also auch optisch macht die Uhr einiges her, und wenn man sich die live ansieht, also auch das polierte Gehäuse, auch das Gewicht der Uhr, also es ist alles wirklich, macht alles einen echt wertigen Eindruck. Dass man jetzt bei der Iron Any für 499 Euro diese Optik und diese Qualität bekommt, finde ich hervorragend. Und man bekommt jetzt wirklich viel Uhr fürs Geld. Zu guter Letzt kommen wir wie immer zum Zeiteisen-Score. Also ich gebe für die G38 Dessau für das Aussehen eine 8, für die Verarbeitung eine 7, die Technik ist eine 5. Die Funktionen gebe ich eine 8. Es ist eine Dreizeiger mit Vollkalender, also Datum, Monat, Tag und Gangreserve. Deswegen 8 Punkte. Der Tragekomfort ist 7,5. Die Wasserdichtigkeit mit 5 Bar eine 3. Preis-Leistung gebe ich eine 8. Und dann kommt eine Summe von 46,5 von 70 Punkten raus. Kurz zum Zeiteisen-Score: 1 ist nicht vorhanden oder wenig ausgeprägt und 10 ist der Maximalwert. Ja, das war schon wieder meine Vorstellung der G38 Dessau mit dem blauen Ziffernblatt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer um einen Daumen hoch freuen. Wen mehr dieser Videos interessieren, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Unter zeiteisen.de könnt ihr alle Reviews und noch mehr Informationen zu den Uhren und auch zu den Videos nachlesen. Und wenn eine dieser Uhren interessiert, gerne unter zeiteiseninfo@zeiteisen.de ein Angebot anfragen. Ja, das war's jetzt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit mit vielen Grüßen aus Rosenheim.